Hallo ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit Batman The Animated Series. Lange kein Batman-Spiel mehr auf dem Klo angeguckt, nur das wird heute mal geändert und zwar mit dieser Ablage, die wir uns schon irgendwann mal im Stream angeguckt haben. Aber der Stream, wer guckt sich schon diese zwei Stunden dann im Nachhinein nochmal irgendwie an? Deswegen einfach nochmal als einzelne Ausgabe natürlich für die Auf dem Klo-Reihe. Der Männlichkeitsmuffin ist gestellt auf knappe 10 Minuten, sodass wir uns einen kleinen Einblick nochmal von diesem Spiel machen. Ja, schönes Intro auch irgendwie dabei, ne? Gotham City ist ein bisschen in Gefahr, die Bank brennt, Batman ist auf dem Weg. Und ich muss zugeben, ich habe als Kind auch die Animated Series gerne mal geguckt. Ich war jetzt kein Mega-Verfolger davon, also ich habe das jetzt nicht, da laufen die Gauner, ich habe das jetzt nicht täglich irgendwie nachverfolgt und da irgendwie Buch gehalten oder so. oh, Batman sieht sie schon. Aber ich habe immer gerne, wenn ich mal Zeit und Lust hatte, habe ich immer gerne reingeguckt, auf jeden Fall. Batman steht auf dem Haus und sieht sie schon, die Gauner. Er hält die Stadt auf jeden Fall in Sicherheit. Sehr schön. Ich kann mich noch erinnern, im Stream hat es mir, glaube ich, ganz gut Spaß gemacht. Aber die Batman-Spiele sind eigentlich immer ganz cool, ne? Haha, hier ist ein kleiner, kuscheliger, explodierender Bär. Für alle, die's, auf die ich es abgesehen habe. Die People von Gotham City werden vor Lachen platzen, wenn sie morgen Post bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der geflügelte Idiot oder Freak sie wirklich alle retten kann. Hahaha, hey Batman, let the people know who's really in control in Gotham City. Okay, also der Joker fängt hier Stress mit uns an. Ich weiß, du kannst mich hören, Batman. Hahaha. Ist das so? Der Joker kann sich ins Gehör von Batman einklinken. Batman, Joker, du gehst zurück ins Arkham Asylum. Episode 1, der Joke is on you. Gucken wir mal, ob wir Episode 1 schon geschafft kriegen hier in den knappen 10 Minuten. Ein Sprung, ein Punch. Das ist alles, was wir brauchen. Ich dachte, ich muss sie einsammeln, um die unschädlich zu machen. So, ich muss mal gucken, ob man hier irgendwie... Ah, man kann auch hier nach unten, sehr schön. Der hat eine längere Distanz als ich, der Arsch. Ich denke mal, hier ist wieder einer drin, ne? Schnell weg. So läuft's nicht. Butz, butz. Weg mit dir. Oh, oh, oh. Ah. Ja, ganz Konami-like. Natürlich mal wieder hier kein super easy Spiel, aber ich habe auch schon mal Batman-Spiele gesehen, jetzt so zumindest in den ersten paar Metern, die schon anspruchsvoller waren. War das damals der erste Teil? Ich glaube, der erste, der ist so sagt. So sackschwer, sorry. Oh, wie war das? Ach, guck mal, genau. Er kann hier auch diesen Walljump. Sehr cool. Zack. Ich habe den Bären weggemacht. Butz, butz, den Clown auch. Hier ist nochmal einer. Ein Bär in einer Kiste. Ich hoffe, das ist nur so ein etwas größeres... Obwohl, nee, das ist nicht der Level-Beginn gewesen. Ich dachte, das wäre vielleicht ein kleiner Bereich, in dem wir hier unterwegs sein müssen. Aber offenbar... müssen wir doch einfach nur ein Level-Ende erreichen und da auf dem Weg wahrscheinlich möglichst viele von den Paketen unschädlich machen. So, ich wäre doch nicht Batman, wenn ich nicht hier unten gucken würde. So, genau. Komm du mal her. Oh, was ist das denn Schönes? Ah, ich dachte, es wäre ein bisschen Energie, aber ich glaube, es war ein Bonusleben oder so. Kann das sein? So, aber irgendwas war doch hier oben. Was ist das denn? Ah, da kann ich noch höher springen, okay. Wofür mag das da sein? Oh, was ist das denn? Ah, okay. Der Bat, irgendwas hier, der Bat-Haken. Oh, guck mal, den ersten Abschnitt haben wir zumindest schon mal geschafft. Ja, aber leider noch nicht die erste Episode komplett. Steuerung läuft gut. Typisch Konami, ne? Also kann man sich absolut nicht beschweren. Die Steuerung ist sehr direkt. Mann, was nimmt er denn die Fäuste hoch? Der sollte wegrennen. Okay, das Handling hiervon habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also ich kann damit nicht schwingen. Ich kann mich damit einfach nur hochziehen, ne? Okay.
Boots, Boots. Ich hätte ganz gerne mal so ein bisschen Energie. Das wird richtig gut tun gerade. Oh, tödliches Wasser. Nee, aber macht Spaß. Also sehr schön gezeichnet, ne? Sehr sachdienlich auf dem Gameboy, möchte ich mal sagen. So. Ach, da ist Energie. Jawohl. Aha. Oh, und was für wie, ne? Da waren bestimmt 3 Energiepunkte oder so, ne? So. Ich muss, glaube ich, von hier springen. Ah, ne, ich muss mich hochziehen. Ist doch klar. Haha. Da möchte ich doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein. Wenn ich das hier nicht noch schaffe, diesen Bildschirmabschnitt. Butz, butz, butz. Komm her, du Clown. Ja, Gegnertypen hätten sie noch ruhig ein bisschen variabler machen können hier. Das ist natürlich wahrscheinlich ein technisches Problem auf dem Gameboy. Weil die Grafik ist grundsätzlich schon cool, ne? Aber wahrscheinlich deswegen mussten sie hier bei den ganzen Charaktermodellen der Gegner und so ein bisschen sparen. Ja, das ist nochmal einer mit dem Bär. Weg, weg, weg. Oh, Mann. Mein Gamepad ist gerade ein bisschen doof eingestellt, merke ich so von der Kalibrierung. Deswegen hockt er sich manchmal ein bisschen hin, obwohl ich nur wegrennen will. Bedrohlicher Soundtrack und so. Ist cool. Macht schon Laune. Ich habe gar keine Preisrecherche vorher gemacht, fällt mir gerade mal auf. Also es ist kein seltenes Spiel. Man sieht es oft irgendwo rumliegen, aber aufgrund der Qualität einfach ist es schon eins der teureren, das weiß ich. Oh Mann, warum dreht er sich denn immer um, wenn ich mich hinknie mit ihm? So. So, wenn wir diesen Levelabschnitt geschafft haben, dann würde ich sagen, gucke ich mal eben schnell nach dem Preis. Ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, so 12 Euro dafür bezahlt habe, mal, als ich es von einem abgekauft habe. Aber das war erstens ein kleiner Freundschaftspreis und zweitens ist der Zustand auch nicht der beste gewesen, sagen wir mal so. Ne? Na, wir müssen doch irgendwo anders her. Sehe ich gerade. Wir müssen... Oh. Na, aber ich schätze mal... Na komm, wir müssen hier dran. Nicht in die Stacheln fallen. Oh, Hitbox ist ganz gut, ne? So, ah. So. Ey, du Arsch. Ich Idiot, warum habe ich das nicht vorher schon so gemacht? So. Und dann hier hoch. Ah, alles klar. Da muss man, da kann man sich so richtig hochwirbeln dann an diesen Stahlträgern. Ich bin doch weggerannt. Der ist sofort explodiert, der Kack-Teddybär. So eine Scheiße. Continue, yes. Darf ich wahrscheinlich genau an dem Abschnitt wieder beginnen. Ja gut, aber der Tod, der hat jetzt einfach gepasst zu den Bimmeln wie sonst was. Ich gucke nochmal eben ganz schnell nach dem Preis, meine Lieben. Eine Sekunde. Also das reine Modul ist so der faire Preis irgendwo bei zwischen 15 und 20 Euro. Das ist so der faire Preis. Es geht teilweise ein bisschen teurer weg. Dann habe ich gerade noch gesehen, einer hat richtig Glück gehabt. Der hat eine Auktion gewonnen für 7,99 Euro fürs reine Modul, auch in einem guten Zustand. Das ist wirklich ein richtiger Schnäppchenpreis, muss man schon sagen. Und in OVP wird es wieder richtig teuer. Ne? Das ist keins der Spiele, die man in OVP für 30, 40, 50 Euro bekommt, sondern liegt so bei 120, 130 Euro bei Auktionen, die ich so gefunden habe. Das dann aber auch in ganz gutem Zustand. Also es ist nicht eins der teuersten Spiele, das definitiv nicht, aber es ist schon eins der etwas höherpreisigen Gameboy Classic Module. Aber wie man hier gesehen hat, eben auch zu Recht. Ne? Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gameplay, fordernd aber nicht zu schwer, finde ich. Ne? Also da waren andere Batman-Spiele, die wir hier schon so hatten, ein bisschen unfairer. Und jetzt fehlt, glaube ich, nur noch Batman Forever, ne? Ich glaube, das haben wir noch nicht uns angeguckt. Das könnte man natürlich gerne noch machen. Und da erwarte ich nicht viel, weil das war auch auf dem Super Nintendo, wo ich sage, es hatte echt nicht geil. Und ich denke, dass die Gameboy-Ablage, wenn noch schlechter ist, da ist auch das Balancing wieder richtig schlecht. Naja, aber das gucken wir uns dann irgendwann ein andermal an. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir machen den Abzug für heute. Bis dahin und immer schön schroff bleiben. Und übrigens war das, glaube ich, ein Wunsch von dem Lakati Kama. Habe ich das vorher gesagt? Ich glaube nicht. Aber jetzt auch der Abzug. Bis dahin, meine Lieben, immer schön schroff bleiben. Kommen Sie wieder, bleiben Sie geil. Bis denn.